Bist du Pisco der Tote? Du kannst mich sehen? Pisco wurde gesehen. Bist du auch tot, Ishik? Nein, du bist also Pisco der Tote. Ich bin Pisco, Diener der Götter. Ich bin Lara. Lara, schöner Name, Lara. Du bist nicht tot? Du auch nicht. Oh, doch, doch. Als Kind sollte ich geopfert werden. Man brachte mich zum Berg, das Ritual fand statt, aber... Aber du hast überlebt. Nur mein Körper. Für Freunde und Familie bin ich tot. Ich lebe von Opfergaben, die man mir darbringt. Ein Junge sagt, Pisco hat seine Würfel gestohlen. Taki? Der Sohn eines sehr arroganten Adligen. Er wollte unbedingt spielen und er hat verloren. Ich habe nicht viel, aber diese Würfel habe ich ehrlich gewonnen. Wenn du willst, spielen wir darum. Willst du ein Spiel spielen? Was für ein Spiel? Sprich mit 5 Verstoßenen, höre ihre Weisheit und sage mir, warum Taki verloren hat. Dann kriegst du die Würfel. Das werde ich tun. Unsere Liebe war gesegnet vom großen... Hallo. Hallo, Ishik. Wir sehen nur selten Fremde in der Stadt. Pisco sagt, ich soll mit dir reden. Ah, Pisco. Ich mag ihn. Hast du andere Fremde gesehen? Nur einen. Er sah gut aus, war sanft und freundlich. Wir waren verliebt. Aber das war verboten. Vom Kult von Kukulkan geächtet. Wie schrecklich. Tut mir leid. Ich wurde an die Klippen gebunden und sollte dort sterben. Am 3. Tag hieß ich den Tod willkommen. Da fand er mich, der Fremde. Er befreite mich und versorgte meine Wunden. Wer war er? Ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist viele Jahre her. Ich würde ihn gerne wiedersehen. Ich gehe oft zu den Klippen und sammle bei den Kondornestern Federn. Sie erinnern mich an ihn. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Danke fürs Zuhören, Ishik. Sie sagten, ich bin ein... Hallo, Pisco schickt mich. Wirklich? Sagtest du, du wurdest wegen einer Lüge verstoßen? Nein, Ishik, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Das war mein Fehler. Was ist passiert? Sollte ich sagen, ich hätte nie einen Fremden gesehen? Wenn keiner die Wahrheit glaubt, ist sie nie passiert. Welche Fremden? Sie tragen Schwarz und haben seltsame Waffen. Sie verstecken Gold. Ich habe dem Kult davon berichtet. Sie haben mich verstoßen. Eine Lüge? Das Gold war für Sie. Eines Tages wird die Heuchelei des Kults auffliegen. Und was machst du jetzt? Ich habe alles verloren, Ishik. Meine Stellung, Macht, Ansehen. Aber erst dadurch habe ich endlich erkannt, ich hatte keine Berufung. Hast du jetzt eine? Ja. Ich diene der Zukunft, indem ich die Vergangenheit schütze. Königin Unuratu ist die rechtmäßige Herrscherin von Paititi, nicht der Kult von Kukulkan. Was ich sehe und höre und weiß, hilft jetzt der Rebellion. Eine gute Sache. Ich lasse die Goldladungen stehlen, die die Fremden von Zeit zu Zeit liefern. Sie ändern nie den Übergabepunkt. Sieht aus, als würdest du für viele Leute wirklich etwas bewegen. Danke für deine Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Mich auch, Ishik. Ja.
Ein weißes Wasserschwein. Hallo, bist du ein Verstoßener? Ja, Ishik. Hallo. Du hast von einem weißen Wasserschwein geredet. Oh, es gibt nicht nur eins, sondern viele. Pisco will, dass ich mit allen Verstoßenen rede. Bist du ein Jäger? Jetzt schon. Früher war ich Bauer. Aber das war wirklich kein Leben für mich. Immer diese Pflichten und die Erwartungen von der Familie. Ich habe mich geweigert und bin gegangen. Und ein weißes Wasserschwein war schuld? Nein, Ishik, eine ganze Herde. Sie hat nachts mein Feld überfallen, alles zertrampelt. Ich habe nichts unternommen, nur zugesehen. Da hatte ich eine Idee. Eine Herde Wasserschweine, alle weiß. Ich könnte sie doch jagen. Dann käme ich vielleicht endlich von den Feldern weg. Und hast du es gemacht? Die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Vater hat den Hof meiner Schwester übergeben. Aber das ist in Ordnung. Ich bin jetzt Jäger. Paimo der Weiße. Danke für die schöne Geschichte, Paimo. Danke, Ishik. Akzeptieren Kinder Autoritäten da, wo du herkommst, Ishik? Das gehört wohl einfach dazu. Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Nein. Die Wachen drohen, aber als sie jung waren, haben sie auch Steine geworfen. Ich. Hallo, gehörst du zu den Verstoßenen? Ja, Ishik. Ich bin Chaska. Ich bin Lara. Pisco schickt mich. Pisco, der Tote? Hat dich geschickt? Hast du eine Partie Patoyi verloren? Nein, ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Es überrascht mich, dass er nicht darum spielt. Tut er. Ah, nun, alles, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich wie Pisco verstoßen wurde. Ich habe alles verloren, aber nicht wegen eines Unfalls. Ich habe etwas getan und würde es wieder tun. Was ist passiert? Hast du eigene Kinder? Nein. Ich auch nicht. Ich habe X-Chels Segen nicht erhalten. Aber ich war die Hebamme der drei Kinder meiner Herrin. Ich habe sie geliebt wie meine eigenen, bis ich meine Stellung verlor. Was hast du getan? Ich bin eine Diebin. Was hast du gestohlen? Eine Jadekette. Warum? Die jüngste, Kayara. Sie sah die Kette bei einer Freundin und nahm sie mit. Sie wollten sie holen. Sie hätten sie verstoßen, obwohl sie ein Kind war. Ich sagte, ich war's. Meine Herrin nahm mir die Kette ab und zerbrach sie auf dem Boden. Und ich wurde verstoßen. Das tut mir so leid. Sei nicht traurig. Ich würde es wieder tun. Kayara hat ihre Lektion gelernt und führt ein gutes Leben. Und ich diene X-Chell mit meiner Weberei, wie es meine Mutter mich gelehrt hat. Und Kayara besucht mich manchmal. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Alles Gute, Ishik.
Rimac, ich glaube... Hallo. Hallo. Du bist Lara, nicht wahr? Pisco schickt dich. Stimmt. Ich bin Moraika. Ich höre deinen Namen heute schon zum zweiten Mal. Die Kultisten reden über dich. Du hast die Säuberung eingeleitet. Den Schlüssel von Shakshel gefunden. Das habe ich. Oh, keine Sorge, Kind. Die Säuberung war überfällig. Wir müssen entscheiden. Machen wir weiter oder fangen wir neu an? Das ist keine leichte Entscheidung. Hast du gehört, Rimac? Das Schicksal der Welt ist keine leichte Entscheidung. Ich mag sie. Das stimmt, Lara, ist es nicht. Und wenn der Kult von Kukulkan entscheidet, werden wir Sklaven und sie nennen es Schutz. Oder nicht, Rimac? Er redet nicht viel. Der Kult handelt aus Angst. Angst wovor? Angst vor der Außenwelt. Angst vor Veränderung. Aber die Bedrohungen draußen sind auch in uns. Angst ist der Feind, nicht Veränderung. Veränderung gibt's immer. Aber was fasele ich, Rimac? Die Dame will bestimmt etwas kaufen, das ihr weiterhilft. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Danke. Viel Spaß damit. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Pisco? Hast du schon mit ihnen gesprochen oder nicht? Ja, habe ich. Aber du siehst es noch nicht. Sie hatten alle Hoffnung. Du musst dich anstrengen, wenn du das Spiel gewinnen willst, Lara. Hoffnung ist das eine. Aber alle Verstoßenen sind in ihrem neuen Leben aufgegangen, trotz der Umstände. Sogar du, Pisco. Nun, ich bin der beste Patois-Spieler, den Patiti je hatte. Nicht schlecht für einen Toten. Ganz und gar nicht. Nochmal, was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass ein Opfer dein Leben besser machen kann. Dass das Vermächtnis deiner Familie eine Fessel sein kann und du deinen eigenen Weg finden kannst. Liebe ist stärker als der Tod und du musst an etwas glauben, das größer ist als du selbst. Aber letzten Endes kannst du nicht alles kontrollieren. Was du aus deiner Lage machst, das zeichnet dich aus. Gut gesagt, Lara. Und du bist bestimmt nicht tot? Taki glaubt, er hat verloren, weil er Pech hatte. Aber nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers.
Das sehe ich jetzt. Was hältst du von Moreka, der Verstoßenen? Sie hat mich erwartet. Sie schien einiges über mich zu wissen. Ah, sie weiß viel über alles, Ishik. Sie hat wunderbare Sachen in ihrem Laden. Artefakte, die nur die Götter kennen. Ich weiß. Du hattest Glück, sie zu finden. Sie verlässt Paititi häufig, um ihr Inventar aufzustocken. Sie war die optimistischste. Aber natürlich. Bei uns in Paititi sagt man, wir alle erschaffen das Schicksal. Wir bestimmen nicht die Umstände, nur unsere Taten. Eine Lektion, die Taki noch lernen muss. Gut gespielt. Danke, Pisco. Ich bringe Taki die Würfel zurück. Es war, wie es die Prophezeiung vorhergesagt hatte. Angekündigt von der Feuersäule in der Nacht, der Zerstörung unserer Tempel und der Warnungen der weinenden Frau und des zweiköpfigen Mannes trafen die fremden Krieger bei Sonnenaufgang auf dem Rücken gewaltiger Hirsche ein. Sie töteten die schwachen Anführer und beanspruchten das Land und seine Bewohner für sich. Ich habe deine Würfel, Taki. Oh, vielen Dank. Hattest du nicht gesagt, Pisco hätte die Würfel gestohlen? Jeder weiß, dass Pisco stiehlt. Er hat gesagt, du wolltest ein Spiel spielen und du hast verloren. Er hat mich nicht mehr spielen lassen. Nur noch einmal würfeln und ich hätte gewonnen. Pisco wollte, dass du weißt, dass... Nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Jetzt, wo ich meine Würfel zurück habe, kann ich auch wieder üben. Nochmals vielen Dank, Ishik. Wunderschön. Dafür habe ich nicht genug Platz. Onoratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi.
wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unuratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen. Nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie sie nicht äußern. Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es? Außerhalb von Paititi. Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Die zunehmende Bevölkerungszahl und kurzsichtigen Planungen bescherten der Ansiedlung etliche Probleme. Bauern rodeten den Dschungel, um die fruchtbaren Flussufer für den Anbau zu nutzen, was bei den ersten starken Regenfällen zu verheerenden Überflutungen führte. Die Jäger erlegten zu viel Wild und mussten deshalb immer weitere Wege in Kauf nehmen, um Fleisch zu beschaffen. Verschiedene Gruppen, die über die Kontrolle über die Ansiedlung stritten, führten oft heftige Debatten darüber, wie diese Probleme am besten zu lösen wären. Das war bestimmt mal eine beeindruckende Waffe. Sie muss unglaublich oft benutzt worden sein, um sich in einem solchen Zustand zu befinden. Und wenn die Blutflecken Rückschlüsse zulassen, war es auch so. Alles klar. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn man ihn so hört.
dadurch. Da wir nichts von Lopez gehört hatten, begannen einige unserer Anführer an ihm zu zweifeln. Unsere Gruppe wurde nach Süden geschickt, um der Sache nachzugehen. Nachdem wir nicht wussten, ob die Bewohner der Stadt Lopez bei seiner Ankunft getötet hatten, schickten wir die Einheimischen vor. Sie kehrten mit Berichten über die in der Stadt wütende Krankheit zurück. Ein Umstand, den wir zu unserem Vorteil nutzen werden. Das hier zeigt offenbar Unuratu, die eine aufständische Gruppe anführt. Im Hintergrund ist eine fast vollständige Sonnenfinsternis zu sehen. Stinkt das. Das muss der Ort sein, den Ezli meinte. Ruhig, Lara, ganz ruhig. Oh, ist das widerlich.
toll. Ich habe wohl keine Wahl. Ist das einer der Rebellen? Es gibt irgendwo einen Zugang. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Dadurch. Der Geruch wird immer stärker. Lara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Uju über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt ein Reiher und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Unuratu ist die rechtmäßige Königin von Paititi. Ihre Familie wurde durch den Kult von Kukulkan von der Macht verdrängt, nachdem eine Hungersnot beinahe die gesamte Stadt ausgelöscht hatte. Ihr Ehemann Sairi starb, als er in der Umgebung von Paititi auf der Jagd nach Nahrung war. Sairis Bruder Amaru, oder Dr. Dominguez, fühlte sich verantwortlich und übernahm die Kontrolle über die Stadt, wobei er auf Ressourcen von Trinity zurückgriff, um die Paitizianer bis zum Ende der Hungersnot zu ernähren. Obwohl Amaru die Stadt also gerettet hatte, herrscht der Kult nun in seiner Abwesenheit mit Arroganz und Einschüchterung. Unuratu und ihre Rebellen kämpfen für die Befreiung der Stadt aus den Klauen des Kults von Kukulkan und die Wiedereinsetzung ihres früheren Herrschergeschlechts. Unuratu wuchs in dem Glauben auf, dass ihre Familie dazu bestimmt ist, das Ritual der Schatulle von Ixchel durchzuführen und die Sonne für das nächste Zeitalter wiederherzustellen. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Eine einsame Gestalt, die sich in einem Zustand innerer Ruhe zu befinden scheint, als würde sie auf etwas warten. Die Barriere muss verbrennen. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Voller Öl und Blut. So,
Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Ist das so eine Art Aderlasskammer? Eine Barriere. Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Zu schwer. Ich brauche mehr Drehmoment. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen.
jetzt zur Schatulle. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Kleine Rebellenprinz. Ashley! Da drüben, schnappt sie! Oh, nicht von Doktor! Verdammt! Geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Einen Gefallen, glaube ich. Okay. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Die neuen Anbaumethoden des Kultes von Kukulkan haben zur Vernichtung weiterer Pflanzen geführt. Zuerst starben die Bienen, dann fiel die Kakaoernte aus. Der Boden ist so schwer geschädigt, dass auf ihm nur noch Mais wächst. Und selbst diese Pflanzen sind kaum lebensfähig. Wenn wir nichts unternehmen, droht Paititi eine schreckliche Hungersnot. Thank you.
Onuratu, Sie haben Ätzli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen. Es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ätzli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ätzli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Ich weiß nicht. Wir versuchen nicht aufzufallen. Ich würde gehen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Und die Zeit ist knapp. Es würde Königin nun... 29. November 1603. Nach dem Abendessen verließ Lopez die Stadt. Da ich fürchtete, er könnte nicht zurückkehren, folgte ich ihm und fand ihn schließlich am Flussufer. Er stand dort und seine Lippen bewegten sich, als wäre er im Gebet. Um ihn nicht zu stören, wartete ich. Sein Austausch mit Gott muss die ganze Nacht gedauert haben und ich bedauere, zugeben zu müssen, dass ich eingeschlafen bin. Als ich wieder erwachte, stand Lopez mit einem friedvollen Lächeln über mir und die Morgensonne in seinem Rücken erzeugte einen Glorienschein. Er half mir auf die Beine und zog mich in eine feste Umarmung. Truilos, ich weiß, wo wir das Artefakt finden, flüsterte er mir ins Ohr. Bartwund der Rebellion viel bedeuten. Das hier war wirklich nicht mein Plan, als ich sagte, ich will Onuratu unterstützen. Ätzli ist stark genug. Ja, er ist ein Krieger. Ich weiß. Ich hasse es trotzdem.